Ja, guten Morgen, Leute. Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder. Ich bin hier in Rolandseck gelandet und mache eine Tour nach Remagen heute bei feinstem Regenwetter. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, es scheint eine lustige Tour zu werden. Hier liegen überall umgestürzte Bäume. Vor mir auf dem Weg auch noch mal ein umgestürzter Baum. Ich hoffe, das geht jetzt nicht weiter so. So, zweites Hindernis bin ich auch umgangen mit Mühen. Ja, der Weg bis hier hoch jetzt, der hat es richtig in sich gehabt. Also lagen überall umgestürzte Bäume. Also den Weg würde ich die nächsten Monate nicht mehr gehen. Ja, jetzt befinden wir uns hier am Rheinburgenweg. Jetzt gehen wir den Rheinburgenweg erstmal entlang und schauen mal, was uns erwartet. Ja, einen Vorteil hat das ja bei dem Wetter. Sind keine Leute unterwegs. Oh, eine Hütte. Schauen wir uns die mal an. Die Dietrichshütte. Ja, kleine nette Hütte. Ich glaube nicht, dass ihr jetzt hier viel sehen könnt. Ja. Jetzt packe ich mir erstmal meinen Regenschirm raus. So, von links bin ich gekommen. Rechtsrum wäre dann der Rheinburgenweg weitergegangen. Ich muss aber geradeaus weiter. Wie genial das ist, mal wieder draußen alleine zu wandern bei dem Wetter. Einfach nur herrlich. Ich das vermisst habe. Ja, letztens habe ich ein Video gesehen vom Saki und der ist da gewandert zu so einer Hütte, die hieß Hexenhütte. Da freue ich mich schon riesig drauf, da komme ich heute nämlich auch vorbei. Könnt euch das Video von Saki mal angucken. Ich verlinke euch das oder wie auch immer in der Beschreibung oder so. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ja, so kriegt man es zurzeit überall zu sehen. Nur noch leere Flächen. Abgestorbene Bäume. Ja, schon traurig. Naja, weiter geht's. Ja, Füße schon kletschnass hier bei dem ganzen Matsch. Aber gut, soweit. So, hier am Waldrand haben wir einen Golfplatz. Ja, 4,2 Kilometer bin ich jetzt schon gelaufen. Naja, so interessant ist das auch nicht. Ja, hier durch die Bäume, da sieht man laut Komoot die Karolinengrube. Mal gucken, ob ich gleich noch näher rankomme. Naja, weiter lang, hier lang. So Leute, das ist die Karolinengrube.
Na, da hat sich ja der kleine Umweg gelohnt zu der Grube. Auf jeden Fall ein nettes Plätzchen. So, jetzt muss ich wieder umkehren. Ah, und weiter geht's. So, da hinten kann man ein paar Häuser sehen. Und dann kommt der dicke Nebel. Cool. Ja, die Ortschaft, die ihr hier sehen könnt, ist Ödingen. Soweit ich das richtig gelesen habe. Da hinten ziehen die Vögel Richtung Süden. Aber man hört es auf jeden Fall. Ich versuche nochmal mit dem Handy näher dran zu kommen. Ja, die Drohne habe ich heute mitgenommen. Hab gedacht, ich könnte mal fliegen, wenn es ein bisschen schöner ist. Aber im Moment sieht es noch nicht gut aus. Aber sobald es ein bisschen schöner wird, werde ich die auf jeden Fall nochmal hochsteigen lassen. Wäre schade drum, wenn ich jetzt das ganze Gewicht mitschleppe und das Ding nicht fliegen lasse. Naja, machst du nix. Ja, ist schon schön, wenn man im Hintergrund die Herbstfarben sieht. Das gefällt mir echt gut. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Sieht nett aus auf jeden Fall. So, hier haben wir eine ganz schöne Steigung jetzt. Also insgesamt hat die Strecke auch 30 Kilometer mit 500 Höhenmetern. Für den Anfang erstmal nicht schlecht, weil ich merke schon, dass ich in den letzten Wochen und Monaten außer Übung gekommen bin. Uiuiui. Aber gut, immer weiter. Ja, neben mir bzw. hinter mir ja, seht ihr das Fraunhofer Institut. Die machen irgendwie Hochfrequenzphysik. Keine Ahnung. Weiter geht's. Ja, hier im Hintergrund, da sehen wir das Fraunhofer Institut mit diesem komischen runden Gebilde. Keine Ahnung, wofür es genau ist. Ich blende euch das mal später ein. Weil ich will jetzt nicht irgendwie einen Scheiß erzählen. Das ist auf jeden Fall die Kugel, die man vom Drachenfels aus, kann man die sehen, von Weitem. Und ich habe mich schon immer gefragt, was das ist und wollte auch immer dahin. Na, jetzt habe ich es mal geschafft, hier hinzukommen.
Wie ihr sehen konntet, die unter der Kugel ist eine riesige Parabolantenne, die unter anderem dann auch Weltraumschrott aufspüren kann. Ja, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich jetzt auf dem Osteifelweg. Ja, und weiter geht's. Ich hoffe, das ganze Video kommt nicht zu trist rüber bei dem Wetter. Das wäre nämlich schade, weil so ist es echt hier schön. Und bei Sonne wahrscheinlich noch viel schöner. Aber man kann ja nichts dran ändern. Naja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Na, bei gutem Wetter wird das jetzt zum Päuschen einladen. Ich muss mich noch was gedulden bis zur nächsten Hütte. Die Wachtberger Höhe. Ja, ganz da hinten lässt sich wohl das Siebengebirge erahnen. Keine Ahnung, was das für Berge sind, wenn ihr das überhaupt seht. Ja, hier geht es jetzt nur noch über den Feldweg. Ich bin kletschnass. Ich mache jetzt erstmal die Kamera aus und guck mal, dass ich irgendwo einen Unterschlupf finde. Und dann melde ich mich wieder. Bis jetzt sind wir bei knapp 14 Kilometern, die ich gelaufen bin. Also fehlen noch knapp 16. Ja, hier ist ein alter Steinbruch und da sind zwei Seen, einmal der Dummkopfsee und der große Dummkopfsee. Ich gehe jetzt zu einem, guck mir den mal an. Weiß ich nicht, ob ich den zweiten noch mache. Ist das ein scheiß Wetter. Viele Gebäude hier, viele verlassene, zerstörte Gebäude. Wow. Der ist schön, der See. Das ist der große Dummkopfsee. So, und jetzt werde ich wieder auf den Weg zurückgehen und gucken, dass ich Richtung nach Hause komme. Und zu der Hütte noch. Schön hier. Wow, das ist auch schön. Mir ist gerade ein Wildschwein über den Weg gelaufen. Ja, Problem ist, hier ist gerade eine Treibjagd im Gange. Und da, wo ich jetzt durch wollte, ist abgesperrt. Jetzt muss ich mir einen neuen Weg überlegen. Ah, ich könnte kotzen. Mann, ey. Na, seht ihr? Da hinten ist die Absperrung. Naja, nutzt ja nichts. Drehe ich wieder um. So, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen.
sind mir gerade noch so Vollidioten entgegengekommen im Auto. Aber wie die geheizt sind, so Jäger. Also manchmal denke ich mir auch, ticken nicht ganz sauber. Also empfehlen werde ich die Tour schon mal nicht. Wandert es am besten nicht nach. Also die paar Punkte, die mir gefallen haben bis jetzt, das ist diese Radarstation und diese Seen jetzt, wo ich war. Ja, eigentlich das Highlight, was noch kommt, ist die Hütte. Völliger Quatsch, dass ich mich so aufgeregt habe. Jetzt nur noch ein paar hundert Meter, dann bin ich an diesem Hexenhäuschen, wo ich gerne hin wollte. Bin mal gespannt, wie es aussieht da. Ja, hätte ich gewusst, wie ruhig das hier ist, dann hätte ich, glaube ich, meine Hängematte mitgenommen, mein ganzes Schlafzeug und hätte mal hier im Wald geschlafen. Hier ist ja echt kein Mensch. Schade, na, beim nächsten Mal vielleicht. Ja, von Weitem kann ich das Häuschen schon sehen. Cool. Nett hier. Kleine nette Hütte. Ja, mit Kamin. Ja, hier ein Toilettenhäuschen. Ja, cool. Das ist echt nett gemacht hier. Dann werde ich hier mal eine Pause machen. Hier ist sogar noch ein Hüttenbuch. Oh, mit Stift.
So, die Tasche ist gepackt. Jetzt verlasse ich hier den schönen Ort. So, 6 Kilometer habe ich jetzt noch zu laufen bis nach Remagen runter zum Rhein. Ja, und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Mal gucken, was ich jetzt noch auf dem Weg so alles filmen kann. Ja, hier ist es doch schön. So, hier gibt es auch wieder eine Schutzhütte. Schutzhütte am Scheitzkopf. 185 Meter über Normal Null. Ja, die dritte auf der Wanderung jetzt an Hütten. Ist was wenig, wenn es regnet. Aber sonst okay. Naja, weiter geht's. Ja, leider macht die Straußenfarm ab den 1.11. zu für Besucher. Hat nur noch das Restaurant geöffnet. Ja, schade. Ich hätte mir gerne mal welche angeguckt draußen. Naja, okay. Beim nächsten Mal vielleicht. Weil die Tour, die gefällt mir jetzt auch immer besser. Wetter wird besser. Regnet nicht mehr so häufig. Ja, und mit dem Ärgernis von eben, das ist schon vergessen wieder. Seit ich im Hexenhäuschen war, kann mich nichts mehr ärgern. Meine Herren, ey, guckt euch das an da hinten. So schön, wie die Berge in den Wolken versteckt sind. Herrlich. So, jetzt ist auch nicht mehr weit. Ich denke mal noch so 3, maximal 4 Kilometer. Bis ich am Ziel bin. So Leute, noch knapp unter einen Kilometer zu gehen. Ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Jörg. Ciao.